Wir richten pauschale Unterstützungskassen auch teilweise ein bei gemeinnützigen Einrichtungen, bei steuerbefreiten GmbHs, bei steuerbefreiten Gesellschaften, weil wir haben ja zwischenzeitlich ganz starker Wandel von der Arbeitgeberfinanzierung zur Arbeitnehmerfinanzierung. Die meisten Versorgungswerke heute sind arbeitnehmerfinanziert. Das sind Entgeltumwandlungsversorgungswerke. Das ist das Häufigste, was man draußen antrifft. Und bei arbeitnehmerfinanzierten Versorgungswerken, da brauche ich keinen Steuervorteil, beziehungsweise den gibt es auch obendrauf. Da kommt die große Liquidität einfach her aus der Entgeltumwandlung. Wenn ein Mitarbeiter auf 100 Euro verzichtet, dann sind erstmal 100 Euro bei Ihnen mehr Liquidität im Unternehmen. Und wenn es 10 Mitarbeiter sind, also auf 100 Euro verzichten, sind es schon mal 1.000 Euro mehr Liquidität im Monat. Und wenn das Ganze 12 Monate läuft, dann sind schon mal 12.000 Euro mehr Liquidität plus die Steuervorteile noch oben drauf. Und mit dem arbeitnehmerfinanzierten System kann man also betriebswirtschaftlich wesentlich mehr gestalten. Und wenn Sie sich das vorstellen, als das der Kern, und das ist schon das Wesentliche. Sie haben einen Mitarbeiter, der sagt, lieber Arbeitgeber, ich verzichte auf 100 Euro, die möchte ich haben für meine Altersversorgung. Dann sagen Sie, prima, wir haben die Unternehmenskasse und du bist jetzt 32 Jahre alt, wenn ich dir deinen 100-Euro-Schein in 35 Jahren gebe, wenn du 67 bist, weil du den zu spät kriegst, bekommst du von mir Zins oben drauf. Und zwar einen Zins von 2 oder 2,25 oder 2,5%, eben was sie für fair und angemessen halten. Wenn Sie mit der Versicherung vergleichen, können Sie auch einen Zins von 1% zusagen, da kommt immer noch deutlich mehr raus als bei der Versicherung. Die meisten Mitarbeiter verstehen das psychologisch nicht, dass 1% auf 100% mehr ist als 1,75% auf 65%. Also ich halte 2% zu der Zeit für das Niederste, aber auch für fair, irgendwo 2 bis 2,5%. Und wenn Sie das machen, dann haben Sie ja wirtschaftlich vom Mitarbeiter jetzt ein ganz langfristiges Darlehen erhalten. Und zwar ein Darlehen über 30, 40 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre, je nachdem wie alt Ihr Mitarbeiter ist. Sie haben nicht nur ein langfristiges Darlehen, sondern haben auch sehr zinsgünstiges Darlehen, weil dieses Darlehen so einen Zins von 2,5%, 2,25%, was Sie eben festgelegt und festgesetzt haben. Und es ist nicht langfristig und günstig, es ist auch ein sicherheitenfreies Darlehen. Für das Darlehen müssen Sie keine Sicherheiten gestellen. Es ist auch nicht notwendig, bei dem Mitarbeiter, ich habe es vorher gesagt, kann ja nie was passieren. Der Mitarbeiter kann nie ein Geld verlieren, der kann nie einen Cent verlieren, weil er gesetzlich vor einer Insolvenz geschützt ist. In dem Fall springt automatisch per Gesetz der Pensionssicherungsverein ein, wenn Ihnen als Unternehmer was passieren sollte. Dem Mitarbeiter kann nie was passieren. Und damit, wenn Sie das als Darlehen haben, als zinsgünstiges, langfristiges, sicherheitenfreies, haben Sie dann auch einen Weg zu Banken ohne Basel II. Das heißt, dass Sie Ihre Kredite sukzessive zurückführen. Das ist natürlich ein sehr guter Weg zur Mitarbeiterbindung, weil wenn Sie sagen, lieber Mitarbeiter, ich verzins dir 100 Euro mit 2,5%, da kommt ja für den Mitarbeiter deutlich mehr raus, ich habe gesagt, das Doppelte, wie der andere Unternehmer, der das mit einer Versicherung macht und sagt, die Versicherung verzinst dir 65% mit 1,75%. Da gibt es einfach ganz andere Leistungen. Ja, die Liquidität einmal ganz grob, es bleibt der Liquidität pro Jahr ungefähr zwischen 1.500 und 2.500 Euro pro Jahr und Mitarbeiter, nur dass das einmal ungefähr rechnen können, was das in Zahlen bedeutet. Aus Arbeitgebersicht haben sie dann einfach ein günstiges, langfristiges Darlehen und können mit dem Geld mehr erwirtschaften, indem sie einfach ihren Kontokorrent zurückzahlen oder ihr Bankdarlehen zurückzahlen oder in Wachstum investieren oder eben auch am Kapitalmarkt anlegen zu Zinsen von 2,5%, was sie eben auch zugesagt haben. Sie können natürlich auch beides machen, sie können einen Teil anlegen, sie können einen Teil frei zur Rückzahlung von Kontokorrent, vom Bankdarlehen nutzen und sich sukzessive von Banken befreien und gleichzeitig sukzessive Kapital ansparen. Aus Mitarbeitersicht, wenn man das betrachtet, der Mitarbeiter hat eine Verzinsung vom ersten Euro an. Für Mitarbeiter ist das im höchsten Maße transparent. Der Mitarbeiter kann das ganz automatisch rechnen.
der Mitarbeiter weiß, wenn ich jetzt 100 Euro umgewandelt habe, 2,5% Zins drauf, im nächsten Jahr sind schon 102,50 Euro. Und noch ein Jahr später sind es nochmal 2,50 Euro Zins drauf, dann habe ich schon 105 Euro. Wenn ich ausscheide, verzinst sie das weiter, dann sind es halt irgendwann 107,50 Euro und 110 Euro und es ist ein Zinseszins drauf. Der kann das ganz normal und ganz einfach rechnen für Mitarbeiter. Das ist einmal das Absolute, was wichtig ist. Zweite ist für Mitarbeiter wichtig, dass er Garantie hat auf die Umwandlung und den Zins, also auf die 100 Euro und die 2,50 Euro Zins, dass das garantiert ist und dass ihm das niemand entziehen kann und selbst in der Insolvenz das Ganze durch einen Pensionssicherungsverein geschützt ist. Das ist für Mitarbeiter das absolut Entscheidende. Und wenn das ein Mitarbeiter versteht, wenn man vielleicht auch die Gesetzesstelle im Gesetz zeigt und dass es nicht davon abhängig ist, dass der Arbeitgeber irgendwas tut oder macht, sondern der Schutz automatisch per Gesetz eintritt, dass hier auch keiner was falsch machen kann, dass hier auch keiner was vergessen kann oder ähnliches, dann ist sich der Mitarbeiter hier absolut sicher. In der Regel, und das ist das Interessante, haben wir hier Förderung durch den Arbeitgeber obendrauf. Sagt der Arbeitgeber, lieber Mitarbeiter, mir ist es möglich, durch die steuerliche Situation, die wir gerade zeigen beim Arbeitgeberfinanzierten, dir noch einen Zuschuss von 30% oder 50% obendrauf zu geben oder den Ingenieuren 70%, den normalen Arbeitern 30% oder allen 50%, je nachdem. Also es macht das Ganze für Mitarbeiter noch interessanter. Hat natürlich auch Bindungswirkung, weil wenn der Mitarbeiter irgendwann ausscheidet, zum Beispiel nach 4 Jahren, also vor 5 Jahren, alles, was er selbst angespart hat, bleibt ihm erhalten und kann ihn keiner wegnehmen. Wenn er vor 5 Jahren ausscheidet, der Arbeitgeberanteil, der bleibt beim Arbeitgeber, weil bis zu einem Zeitraum von 5 Jahren ist die Arbeitgeberfinanzierung verfallbar. Erst nach 5 Jahren, wenn er länger als 5 Jahre dabei bleibt, hat er einen Anspruch, dann ist ihm das Geld sicher vom Arbeitgeberfinanzierten und verzinst sich weiter. Das Arbeitnehmerfinanzierte, da hat er einen sicheren, nicht entziehbaren, insolvenzgeschützten Anspruch ab dem ersten Euro, ab der ersten Umwandlung.